Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Michas Zockrunde, der 19. Ausgabe im Jahr 2022. Heute machen wir eine kleine Zeitreise. Wir reisen zurück in das Jahr 1999. Genauer gesagt in den November 1999. Wir spielen über den Steam Client gespielt Tomb Raider 4, welches auch bekannt ist als Tomb Raider 4 The Last Revelation. Somit betreten wir diese geheiligte Stätte des Altertums, die ersten Schritte in diesem Grab seit Jahrhunderten. An so einem Ort kriege ich Gänsehaut. Nach Ihnen. Vorsicht, hier ist nichts, wie es scheint. Versteckte Fallen und Fußangeln warten nur auf die Unvorsichtigen. Bleiben Sie dicht bei mir und folgen Sie meinen Anweisungen. Wir spielen die Einführung des Spiels, wo wir die Steuerung kennenlernen und wir können danach... Wegen des Wissens, das hierin liegt, sind schon viele gestorben und nicht die schlechtesten. Grausame Naturen haben dieses Wissen gegen ihr eigenes Ende eingetauscht. Deshalb müssen wir diesen Ort respektieren. Wir werden nicht vom Weg abweichen und Sie werden sich genau an meine Anweisungen halten. Hier entlang. Ganz gut mal sagen... War das früher nerviger, Einführungen von Spielen, oder sogar angenehmer? Wir werden hier ganz schön oft unterbrochen von Werner von Kreu, Laras Lehrmeister, kann man mal so sagen. Das erste Hindernis. Ein kleiner Hopser, um Ihren, wie sagt man, Mut zu testen. Drücken und halten Sie die Gehentaste. Danach drücken Sie auf Vorwärts. In den Levels sind natürlich verschiedene Geheimnisse versteckt. Hier zum Beispiel sind es so goldene Totenköpfe. Und die holen wir uns. Mal schauen, ich kann gar nicht sagen, ob wir sie uns alle holen. Weil ich leider irgendwie nichts gefunden habe in Sachen Statistik oder so, wie viele versteckt sind, aber wir halten da auf jeden Fall die Augen offen. Los, kommen Sie, mein Kind. Das ist nur ein kleiner Appetithappen verglichen mit den Gefahren, die vor uns liegen. Drücken Sie gleichzeitig auf Vorwärts und springen. Im Einführungslevel hat Lara Croft noch keine Waffen im Teil 4. Wir schlüpfen ja in die Rolle, wo sie noch lernt. Deshalb erledigt dies unser Lehrmeister Werner von Kreu. Nur Geduld, mein Kind. Mangelnder Respekt ist der Weg zur Sorglosigkeit. Unser Weg liegt jenseits dieses Stroms. Diese Kluft ist schon breiter und der Rand heimtückisch. Gehen Sie zunächst bis an den Rand, drücken Sie dann gleichzeitig auf Vorwärts und springen. Wenn Sie in der Luft sind, drücken und halten Sie die Aktionstaste und greifen Sie nach dem, was Sie zu fassen kriegen. Ja, diesen Sprung haben wir ja gleich schon mal nicht geschafft. Kein Problem. Da schauen wir uns doch mal hier unten um, ob wir ein Geheimnis entdecken, ein Artefakt. Ich hatte schon gesagt, das sind hier überwiegend die
goldenen Totenköpfe. Jawohl, da hinten in der Ecke ist eins. Ich habe eine alte 8-Bit-Do-Software ausgegraben, spiele das Ganze mit Controller als Tastaturbelegung. Deshalb sind leider, eben weil man es frei belegen kann, die Sprachausgabe wie Aktionstaste und so, ja, ne, ist halt für die PlayStation eigentlich gemacht gewesen. Gab aber auch immer schöne PC-Versionen damals, die teilweise echt besser aussahen. Ah, die Geschwindigkeit nimmt zu, nicht wahr? Noch eine Überquerung, Kind, oder sollten wir eine Teepause einlegen? Oh, ich glaube, ich kriege es gerade noch gebügelt. Möchte doch unter keinen Umständen etwas auf Ihren schönen Anzug verschütten. Das hier verlangt nach einem Anlauf. Ich gehe als Erste. Seien Sie nun vorsichtig, mein Kind. Für Inkompetenz haben wir keine Zeit. Gehen Sie bis an den Rand und anschließend zurück, um einen Anlauf zu nehmen. Nun vorwärts antippen und sofort danach springen drücken und halten. Danach mit der Aktionstaste nach der vorstehenden Kante greifen. Ein nützlicher Riss, gezeichnet von der Hand der Zeit. Für das untrainierte Auge nicht zu sehen. Sie sind ein richtiger Superheld, Werner. Ah ja, Superman. Laufen Sie zur Wand, drücken Sie dann vorwärts und halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um zuzupacken. Nun drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um sich darüber zu schwingen. Gut, drücken Sie nun die Vorwärtstaste, um hochzuklettern. Hier geht es steil hinab. Drehen Sie sich deshalb um und wenden Sie sich von der Tür ab, drücken Sie gleichzeitig zurück und die Aktionstaste. Lassen Sie die Aktionstaste wieder los, damit Sie zu Boden fallen. Das ist Ihre Chance, sich Ihren Lebensunterhalt zu verdienen, junges Fräulein. Der Mechanismus zur Aktivierung der Brücke liegt auf der anderen Seite des Stroms. Diese Flüsse fließen durch Kammern und Höhlen tief unter den prähistorischen Vorbergen. Als Konsequenz... Einfrieren, würde ich mal sagen. Haben Sie wieder mal eine Ihrer Gichtattacken, Werner? Oder Ihren unvergleichlichen Seetang. Nichts gefunden, Lara? Na gut. Verwenden Sie die Vorwärtstaste und die Links- bzw. Rechtspfeiltasten, um sich über die Wasseroberfläche zu bewegen. Wenn Sie die Küste erreicht haben, drücken Sie die Aktionstaste und steigen aus dem Wasser. Tomb Raider 4 The Last Revelation, damals erschienen für die PlayStation 1, für den PC. Heutzutage gibt es noch eine Umsetzung auf Steam, die läuft auch noch mit den ein oder anderen Einstellungen. Gibt zum Beispiel einen Mod, dass das im Vollbild läuft. Leider nur englische Versionen. Ich empfehle da auf jeden Fall einen Deutsch-Patch, den findet man im Netz. Und ja, es gab dann noch später eine Umsetzung auch für den Sega Dreamcast.
Suchen Sie nach einem Hebel oder Druckpunkt. Ganz in der Nähe muss einer sein. Wenn Sie ihn gefunden haben, drücken Sie die Aktionstaste, um ihn zu aktivieren. Sie holen sich noch den Tod in diesen Klamotten, meine Liebe. Ein kleiner Sprint diese Leiter hoch wird sie wieder abtrocknen. Diese Fürsorge ist doch sonst nicht Ihre Art. Liebste Lara, Sie sind eine überaus wertvolle Karte in diesem Spiel. Sie alter Romantiker. Ja, manchmal jedenfalls. Marschieren Sie zur Leiter und drücken Sie nun die Aktionstaste, um darin hochzuklettern. Halten Sie die Taste weiter gedrückt und verwenden Sie die Vorwärtstaste, um bis ganz nach oben zu klettern. Dort oben befindet sich ein weiterer Hebel. Legen Sie ihn um und kehren Sie danach so schnell es geht zurück. Die Aufgabe ist fast gelöst. Der Rest ist nur noch ein Katzensprung. Drücken Sie Springen und halten Sie dann die Aktionstaste gedrückt. Danach drücken Sie auf Vorwärts und schwingen sich hinüber. Die Aktionstaste bloß nicht loslassen, sonst nehmen Sie nochmal ein Bad. So, hier haben wir wieder die Feinde, die unser Lehrmeister hier besiegen wird. Sie können uns trotzdem angreifen, sie ziehen nicht viel Energie ab, aber theoretisch gesehen wäre auch ein Spieltod an dieser Stelle schon möglich. In der Ecke hier hinten werden wir noch einen goldenen Totenkopf haben. Ja, und gleich kommen wir zu einer Szene, warum ich es eben spiele. Die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Lara wird jetzt in wenigen Augenblicken ihren Rucksack finden. Diesen Rucksack hat sie ja immer wirklich in fast jedem Spiel mit auf dem Rücken gehabt zur PlayStation 1 Zeit. Daher ist das wirklich was ganz Besonderes. Davon steht nichts in meinem Heft.
Ich fürchte, es lässt sich nur von innen öffnen. Wir müssen unter dem Gitter hindurch und auf mögliche Fallen achten. Mit wir meinen Sie mich, nehme ich an. In der Tat. Mein massiger Körper könnte mögliche Fallen auslösen. Sie hingegen können unbemerkt passieren. Wie passend. Stellen Sie sich vor, das Gitter. Drücken und halten Sie nun die Hockentaste. Gehen Sie auf vorwärts und kriechen Sie durch den Spalt. Seien Sie auf der Hut. So, nach dieser Krabbelpassage werden wir gleich zu der Cutscene kommen, die ich vorhin schon angeteasert habe. Laura wird ihren Rucksack finden. In der Ecke hier ist noch ein goldener Totenkopf versteckt. Ah, ein Rucksack. Hoffentlich bringt er Ihnen nicht genauso viel Glück wie seinem früheren. Jetzt beginnt es. Die Augen der Verstorbenen sind auf uns gerichtet und ihre Rache ist fürchterlich. Wir müssen schnell sein, um schneller laufen zu können. Drücken und halten Sie die Sprinttaste. Tauchen Sie durch die Öffnung! Tauchen Sie durch die Öffnung! Drücken Sie springen, um eine Tauchrolle auszuführen. Wir nähern uns jetzt dem Garten der fünf Türme. Wir werden zwei Wege haben, allerdings steuert das Spiel auf einen Weg dann. Folgt dem vorher noch eine Cutscene, wo der Lehrmeister Werner von Kreu das Ganze erklären wird. Der Garten der fünf Türme. Zur Rechten sehen Sie den Weg der Ketzer. Zu Ihrer Linken erkennen Sie den Pfad der Tugend. Sie kennen mich, Werner. Ich bin der geborene Tugendwächter. Jetzt wird es interessant, nicht wahr? Wie Sie sehen, ist das nichts für schwache Herzen. Wie fühlen Sie sich, Kleines? Ach, ich könnte mich glatt daran gewöhnen.
Drücken Sie zunächst auf Vorwärts. Dann drücken und halten Sie die Aktionstaste. Sobald Sie am Vorsprung hängen, halten Sie die Taste für das Kriechen gedrückt und schlüpfen durch den Spalt. Schwingen Sie sich hinüber zum Alkoven, springen Sie von der Kante, halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um nach der Weinranke zu greifen. Nehmen Sie die Finger von der Aktionstaste, um sie loszulassen. Wir haben die Einführung jetzt so gut wie abgeschlossen. Wir nehmen jetzt noch das Duell mit. Und zwar ein Wettrennen zu dem Artefakt, wo das große Drama passieren wird im Spiel, in der Einführung. Der letzte Akt. Sie sind eine Musterschülerin, Lara, auch wenn Sie die oberste Grundregel allen Abenteuers noch nicht kennengelernt haben. Den unbedingten Siegeswillen, koste es, was es wolle. Ich werfe Ihnen den Federhandschuh hin, mein Kind. Wer als erster die Iris erreicht, hat gewonnen. Passen Sie gut auf sich auf, alter Mann. Ich werde keine Rücksicht nehmen. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich zähle bis drei. Eins, zwei. Ja, wir können in dem Moment mal ein Schlussresümee ziehen. Ganz viele Textpassagen, okay, die gibt es eigentlich auch heute noch in den Spielen. Aber was früher wirklich einen gestört hat, es war ganz normal irgendwie zu dieser Zeit, aber man wurde auch immer unterbrochen, man konnte nicht weiterspielen. Und das hat sich irgendwie so heutzutage geändert. Die ganzen Einführungen sind teilweise heutzutage dynamisch aufgebaut und hier hat man wirklich zuhören müssen und dann konnte man erst weiterspielen. Ja, in dem Duell müssen wir nochmal alle gelernten Fähigkeiten schon anwenden. Das ist eigentlich nur nochmal so ein kleiner Test, ob wir die Steuerung auch verstanden haben. Die war zu der damaligen Zeit natürlich sehr, sehr hakelig gewesen. Ist ja ganz klar. So, und da haben wir es geschafft. Wir nehmen diese Cutscene hier noch mit. Die Schülerin übertrifft ihren Lehrer. Ich ziehe den Hut vor ihrer Beweglichkeit. Nehmen Sie sich Ihren Preis von der Säulenplatte. Sie haben ihn sich verdient. In der Zeit, die Sie gebraucht haben, um hierher zu finden, habe ich schon mal die Inschriften untersucht. Sie drohen dem mit Vergeltung, der sie entfernt.
Alles alter Hokuspokus. Vergessen Sie diesen Nonsens und kommen Sie hierher. Das hier hat nichts mehr mit vergifteten Pfeilen und Grabfallen zu tun. Wir sollten diesen Dingen einfach mehr Respekt entgegenbringen. Ah ja, das sagt natürlich die berühmteste Archäologin, die die Welt je gesehen hat, nicht wahr? Nein, ich bin der renommierte Archäologe und Abenteurer Werner von Kreu und Sie werden tun, was ich sage. Gehen Sie zur Wand und legen Sie den Hebel um. Wie war das doch vorhin gleich? Mangelnder Respekt ist der direkte Weg zur Sorglosigkeit? Gott, wie ermüdend. Legen Sie endlich den Hebel um, Miss Croft. Auf Ihre Verantwortung, Herr von Kreu. Etwas mehr Vertrauen in meine Erfahrung, mein Kind, und Sie werden mehr lernen als simple. Was sagten Sie? Mein Bein! Ich bin gefangen! Mein Bein ist eingeklemmt! Helfen Sie mir, Lara! Lara! Halten Sie durch! Ich bin schon unterwegs! So, und das war die 19. Ausgabe von Michas Zockrunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war heute eine wirklich sehr, 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 sehr lange Zockrunde im Vergleich zu den anderen Ausgaben. Sei es drum. In der nächsten Woche geht es weiter mit den Sonic Generations Missionen der City Escape Zone.